Willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die Edition, hier in Anor Londo. Sind wir mittlerweile angekommen und wir gehen mal weiter. Haben eine neue Rüstung an, die sehr schön klimpert. Haben aber immer noch Fast Roll und das ist das Wichtige. So, und Anor Londo ist sehr gefährlich. Aber machen wir schon. Hoffentlich. So, ich glaube, hier liegt nichts. Nee. Anscheinend nicht. Aber hier ist ein Gargoyle. Wie man ihn vom Bosskampf her kennt, die Glockengargoyles. Hier zum Glück nur alleine. Ja, komm bitte runter. Dankeschön. Wow. Hä, wieso? Das war schon beim Bosskampf mit dem Golem so in der letzten Folge. Ich treffe die Gegner, aber sie kriegen keinen Schaden. Das verstehe ich nicht. Schön vorsichtig, ja, mein Guter. Boah, der hat eine Reichweite, Wahnsinn. Komm, einmal schnell. Boah. Gefährlicher Gegner. Aber wir haben die Gargoyle-Axt. Super, das wollte ich. Den scheiß Schwanz abhacken. Und die Gargoyle-Axt bekommen. Oh, sag mal, kannst du jetzt mal aufhören? Hallo? Wo ist er? Da. Komm, stirb. So. Sehr gut. Und, oh, den Gargoyle-Helm. War übrigens ein einmaliger Gegner. Kommt nicht wieder. So, und der Gargoyle-Helm 3,5. Können wir den vielleicht sogar auch noch umnehmen? Nee. Ist keine Fast Roll mehr. Dann will ich das nicht. Ist aber ein bisschen besser als unsere. Und als unsere Diebesmaske. Könnten wir dann als nächstes vielleicht drauf hinarbeiten. So, warte mal. Hier oben war nichts mehr, oder? Sieht nicht so aus. Aber auf der anderen Seite ist noch was. So. Das nehmen wir mit. War in dem Fall jetzt keine Mimik. Ich habe zwar... Hätte ich vielleicht nachschauen müssen, aber das wusste ich noch. Wäre auch ein bisschen unfair gewesen, ne? Hier auf so einem kleinen, schmalen Grat gegen eine Mimik dann zu kämpfen. Aber gut. Dem Spiel ist alles zuzutrauen. So. Wir gehen nicht geradeaus weiter, da wo der Gargoyle war, sondern gehen hier lang. Schön vorsichtig. Nicht runterfallen. Okay, geschafft. Und hier runter. Nein! Boah, ich dachte gerade schon. Wegen der blöden Kante da. So viel zu geschafft. Das war, wow, knapp. Okay, so, du musst sterben. Danke, drei Schläge ist okay. Wow. Okay, die ziehen gut Ausdauer, wenn sie... Die ziehen sehr gut Ausdauer.
Aber wir ziehen gut Leben von denen. Okay. Da kann ich nicht lang. Ich muss die Leiter hoch, genau. So. Und auch das wird jetzt wieder sehr, sehr ekelhaft. Ich bin bei solchen Sachen immer... sehr panisch. Nein. Boah, nicht mal anvisieren. Und der ist tot. Wow. Alter, war das knapp. Ich krieg gerade ein Herz, Kaspar. Ich hasse das. So. Den bringen wir schon mal runter. Boah. Und halt bitte nicht selber runterfallen, ne? Das ist so... das wäre nicht so geil. Warum stehen hier oben überhaupt welche? Das ist doch Wahnsinn. Danke. Sehr nett. Der hat uns erleichtert. Wow. Ja, bitte komm rüber. Hallo. Au. Boah. Das gibt's nicht. Boah, hör auf dich zu heilen hier oben, du. Boah, Kamera. Komm schon, letzten Schritte. Oh, geschafft. Meine Güte. Die Stelle mag ich nicht, hat man vielleicht gemerkt, ne? Ich habe gerade überlegt, wo ich lang gehe. Ich glaube, ich gehe erstmal tatsächlich hier lang. Ach, wir konnten, glaube ich, gar nicht beim Gargoyle geradeaus weiter. Wir mussten, glaube ich, sogar hier lang tatsächlich. Das ist Service. Dreht sich um. Kann ich ihn backstabben? Super. Okay. Ich glaube, ich mache hier erst die Verbindung tatsächlich auf. Dass ich später hier nicht nochmal rüber muss. Sprich. Den muss ich. Nee, die, das bewegt sich nicht. Da unten steht übrigens Gargoyle Nummer 2. Genau. Da war der andere Gargoyle so. Und das muss ich jetzt runter befördern. Damit da ein Weg erstmal ist. Allerdings, wenn ich das runter befördere, komme ich nicht mehr danach. Oben. Wow. Für dich war ich eigentlich noch nicht bereit, mein Guter. Aber dadurch, dass wir jetzt hier den Weg haben und wir das immer wieder drehen können, müssen wir da. Können wir da wieder hin zurück, wo die weißen Männer waren und müssen nicht. Alter! Boah, wenn er mich jetzt getroffen hätte, ne? Ja. Gib mir deinen Schwanz, bitte. Okay, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Na los. Ich will ihn abschlagen. Wow. Trinken! Schnell!
Meine Güte, das dauert. So, komm, Schwanz ab. Immer noch nicht, meine Herren. Jetzt! Super! Kriegen zwar keine Waffe für, aber er kann nicht mehr so scheiße rumfliegen und mit seinem Schwanz zuschlagen. Also fliegen kann er schon noch, aber nicht mit seinem Schwanz zuschlagen. Aus der Luft. Das ist schon mal gut. So, okay. Guck mal, wir kriegen Gargoyle-Schild und Gargoyle-Hellebarde tatsächlich sogar. Das ist nett. So, und ich gehe nicht zurück ans Leuchtfeuer da hinten, sondern hol mir ein Leuchtfeuer, was hier unten noch ist. Diese Klimperrüstung, ne? Ist ein bisschen... Ach nee, das... Ach so, guck mal, das ist jetzt hier... Wow, unten. Ah, okay. Alles klar. Okay, warte mal, bevor ich das mache... Wie komme ich denn nochmal noch weiter nach unten? Ich muss gerade überlegen. Nee, ich glaube, ich muss nicht nach unten. Ich muss, glaube ich, nach oben, oder? Kann das sein? Warte mal. Die bewegt sich auch nicht. Bewegt sich irgendetwas? Wie war das nochmal? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Warte mal, ich drehe das nochmal, aber dann komme ich ja nur wieder nach oben hin. Nee, ach so, das dreht sich noch weiter nach unten. Ach so, das dreht sich wohl gar nicht mehr nach oben, oder? Das dreht sich nur noch nach unten und wieder zurück. Okay. Gut. Hier ist es. Das Leuchtfeuer. Leuchtfeuer wurde entzündet. Sehr schön. Und der Ring des Sonnenerstgeborenen. Der verstärkt Wunder. Der Erstgeborene von Fürst Gwyn, Erbe des Sonnenlichts, trug diesen Ring. Der Erstgeborene von Fürst Gwyn war ein Kriegsgott, aber seine eigene Dummheit führte zu Verlust der Aufzeichnungen und zur Aufhebung seines göttlichen Status. Heute ist nicht einmal mehr sein Name bekannt. Das ist ja sehr, sehr traurig. So, warte mal. Ich glaube... Warte mal. Nee, wir brauchen hierfür... Ja, Versuch mit Ring. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Ring. Vielleicht haben wir den Ring auch noch gar nicht, den wir dafür brauchen. Doch, der Finstermond-Seance-Ring. Oder Seance-Ring, keine Ahnung. Halt! This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished, it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Tja, will ich das jetzt? Nein, ich glaube nicht. Das Problem ist nämlich, ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, ich kann da jetzt nur einen Eid leisten. Wenn ich allerdings durchgehe, kommt ein Bosskampf und, was ist das? Hä? Was ist das? Oh nein. Nee, was ist das? Ich weiß es nicht. Aber,
Und dann ist die, wenn ich da durchgehe und der Bosskampf kommt, dann ist die Feuerhüterin bei Arnolone, bei dem Leuchtfeuer vorne, kämpft dann gegen uns. Und wenn ich sie töte, dann ist das Leuchtfeuer aus. Und das will ich alles nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich mich nur dran setze. Ich glaube, dann kann ich nur tatsächlich ein Eid leisten. Aber dadurch, dass ich mir dann nicht sicher bin, mache ich es gerade mal nicht. Ich möchte eh im Eid der Waldjäger bleiben, damit hier nicht die Waldjäger mir wieder feindlich gesonnen sind. Aber das ist so ein nettes, kleines... Naja, was heißt Easter Egg? Man muss es nicht unbedingt finden, ne? Wenn man den Ring da nicht um hat und dann diese Wand dadurch dann... die Wand da nicht verschwindet und so, dann muss man das nicht unbedingt herausfinden. Von dem her würde ich das schon als... ziemlich versteckte Sache ansehen. So, jetzt muss ich runter. Okay. Gibt aber, glaube ich, sogar ein Achievement dafür, den Boss hinter der Nebelwand zu töten. Habe ich noch nie geschafft, weil der Boss scheiße ist. Vielleicht versuchen wir das am Ende des Let's Plays, bevor wir das Spiel beenden. Mal schauen. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Boah, die ziehen echt viel Ausdauer, ne? Und die heilen sich ständig, die Typen. Das nervt mich. So. Hier sind ein paar. Ja, komm her. Hör auf zu schmeißen und komm lieber her und kämpfe wie ein richtiger Mann. Und nicht so feige mit Messern werfen. Boah, ihr seid voll nervig mit eurem Scheißgerolle. Ja. Ja, übertreib. Kannst du mal aufhören, mich zu... Hallo, gehst du mal weg? Das war fast ein Treffer. Boah, Alter, nerven die mich gerade. Mit ihrem scheiß Gerolle und so. Wie viel das... Wie das einfach alle sind. Das ist einfach die ganze Meute, die da ankommt. Na, roll dich doch wieder, Blödmann. Meine Güte. Wie unglaublich nervig einfach. Mann. Wie? Wieso stirbst du nicht nach 3 Schlägen? Blödmann. Boah, die sind ganz schön ätzend. Die habe ich gar nicht so ätzend in Erinnerung, ehrlich gesagt. Stirb, Blödmann. Und komm nie wieder, Alter, nochmal 3. Oh, Zauberei, große Zauberwaffe. Sehr schön. Weißt du, ach, ich lass die aus, Alter, ganz im Ernst. Wobei, da vorne liegt noch ein Item. Jau, Alter, Hauptsache die Hälfte des Lebens ziehen. Seid ihr bescheuert? Aber ist ein Schiss. Auf Wiedersehen. Ist mir zu blöd, ehrlich gesagt, gerade. Ah, eine Schwarzeisenrüstung. Okay, sehr schön. Und ich bin weg. Auf Wiedersehen. Untersuchen. Das große Gemälde an der Wand.
Das ist wirklich riesig, Alter. Und wir werden hineingezogen in das Bild und kommen in die gemalte Welt von Ariamis. Und hier kommt man nur hin, wenn man sich die Puppe holt, die wir uns geholt haben am Anfang. Wenn wir zurückkehren, oder wenn man zurückkehrt zum Anfang, wo man gestartet ist, dann liegt da diese Puppe. Wir haben uns ja diese merkwürdige Puppe geholt, ja? Da. Und nur mit dieser Puppe kommt man in dieses Bild. In diese Extrawelt sozusagen. So. Hier haben wir auch direkt Leuchtfeuer, das ist sehr schön. Und ich glaube, das Leuchtfeuer werde ich tatsächlich sogar entzünden. Sagt man entzünden? Das hört sich so komisch an irgendwie. Ich glaube tatsächlich, 1 reicht auf 10 hoch. 10 reichen mir, glaube ich, hier. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns diese Welt beim nächsten Mal an. Level Up ist es noch nicht, aber bald. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal zu Dark Souls Prepare to Die Edition.